Hallihallo, Hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Saar erklärt. Zum Thema Dermatomykosen. Da ich vor kurzem einen Vortrag in der Schule gehalten habe, bin ich darüber auch bestens informiert. Als allererstes habe ich mich gefragt, was Dermatomykosen sind. Derma ist griechisch und bedeutet Haut. Mykosen oder Mykesen ist auch ein altgriechisches Wort und bedeutet Pilz. Unter einer Dermatomykose versteht man eine Pilzinfektion der Haut und ihrer Anhangsgebilde, wie Haare oder auch Nägel. Beziehungsweise, was oft vergessen wird, der Schleimhäute. Die Dermatomykosen werden in drei Gruppen unterteilt: die Fadenpilze, die Hefepilze und der medizinisch relevante Schimmelpilz. Am häufigsten sind Hautpilzerkrankungen, die die Hornsubstanz befallen. Sie werden als Dermatophytosen bezeichnet. Der Fußpilz oder Tinea pedis. Dieser wird ausgelöst durch Epidermophyten. Breiten sich dann auf der Hornhaut aus. Beim Fußpilz unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Erkrankungsformen. A. Der Infektion der Zehenzwischenräume. Als häufigste Form, meist zwischen dem C4 und dem 5. Zeh. Oder B. Auf der Fußsohle. Und C. Im Fußgewölbe. Eigentlich ist die Fadenpilzerkrankung von Menschen ungefährlich. Bei Nichtbehandlung kann es zu einer streptokokkenbedingten Wundrose kommen, die von Fieber begleitet wird und dies bedarf einer stationären Behandlung. Eine Immunschwäche kann es sein, zum Beispiel nach langer Antibiotikagabe oder auch eine Stoffwechselerkrankung. Patienten mit Diabetes mellitus oder Durchblutungsstörungen haben ein erhöhtes Risiko für Fußpilz. Die Übertragung ist indirekt von Mensch zu Mensch durch Kontakt oder Schmierinfektion über mit dem Erreger infizierten Laufflächen und Gegenständen oder auch direkt durch Kontakt mit einem infizierten Fuß eines anderen Menschen. Die Übertragung ist überall dort möglich, wo Menschen in feuchtwarmer Umgebung barfuß laufen, zum Beispiel in Saunen oder Schwimmbädern, die feuchte Umgebung in Schuhen oder etwa durch Fußschweiß. Mangelndes Abtrocknen oder zu enges Schuhwerk fördert die Fußpilzinfektion. Bei Diabetikern deswegen ganz genau auf Zehenzwischenräume achten. Wir kommen zu den Symptomen von Fußpilz: Rötung, Nässe, Schuppung, Blasenbildung, Juckreiz, oft begleitet von einer Entzündung. Er wird leicht durch den Krankheitsverlauf und das Erscheinungsbild der Füße erkannt und diagnostiziert. Es sollte nicht nur die Erkrankung an sich erkannt werden, sondern auch die Erregerart identifiziert werden, um eine angemessene Behandlung zu sichern. Es wird dann eine Hautprobe entnommen, die der Arzt mit Hilfe eines Spachtels oder Skalpells am betroffenen Areal abschabt. Es kann mit einer Kaliumhydroxidlösung versetzt werden, die die Hautzellen auflösen und nur die Hyphen zurücklassen. Durch eine mikroskopische Untersuchung der Probe kann der Arzt eine mögliche Pilzinfektion erkennen. In seltenen Fällen kann die Anlage einer Pilzkultur oder einer histologischen Untersuchung nötig sein. Der Pilz wird mit einem Antimykotikum topisch in Form von Spray, Salben, Cremes oder Puder behandelt. Die Behandlung sollte bei normaler Heilung 3 bis 4 Wochen dauern. Jedoch bei anhaltenden Beschwerden sollten systemische Antibiotikum zur Anwendung kommen. Portugiesische Forscher konnten zeigen, dass Lavendelöl bereits in geringer Konzentration Hefe- und Fadenpilze abtötet. Auch andere ätherische Öle werden in der Alternativmedizin verwendet. Die Vorbeugung vom Fußpilz: Die Füße vollständig abtrocknen, bevor man sich nach einem Besuch im Schwimmbad oder ähnlichem wieder die Schuhe anzieht. Badeschuhe sind dagegen wirkungslos, die Füße zwar nicht mehr mit dem Boden in Berührung kommen, jedoch weiterhin mit dem herumschwappernden Wasser. Für Menschen, die dauerhaft barfuß gehen, ist es nahezu unmöglich, sich Fußpilz zuzuziehen, da das erforderliche feuchte Fußklima fehlt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe doch, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne nächste Woche. Tschüssi!